Invictus back! Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Diesmal Lex am Anfang gar nicht so schlimm. Und ja, ich weiß, ihr wisst ja alle, was wir heute machen müssen. Back to the Hölle. Ich muss mal kurz gucken, wie viel. Wie viel es kosten würde, hier meine Spitzhacke zu reparieren. Denn momentan schneide ich das noch nicht raus, denn die Priorität liegt sowieso noch nicht im Quarz, sondern mehr bei normalen Netherrack. Und das werden wir ja wohl schnell genug bekommen. Ich muss übrigens da mal gucken, wie Netherrack geschrieben wird. Denn in der Beschreibung habe ich das halt reingeschrieben. Und ich wusste nicht, wie man das schreibt. Ich hab mir so überlegt, mit E, CK oder mit ACK. Aber irgendwie kam da nicht so viel raus. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee, wir haben komplett alles aufgebraucht. Passiert ja auch mal selten. Und wir haben sogar noch ein bisschen Quarz. Müssen wir uns merken, weil die Quarzstufen können wir ja auch benutzen. Die können wir mal mitnehmen, obwohl die relativ unnötig ist, weil was sollen wir nur? Nur mit hier Haltbarkeit. Bringt uns ja nicht mal einen Vorteil oder so. Also es sind wirklich die meist verschwendetsten 30 Level für eine Spitzhacke. Wenn man nur Haltbarkeit hat. Nur Haltbarkeit. Denn so Spitzhacken mit Effizienz und Haltbarkeit finde ich ja noch ganz gut. Aber nur Haltbarkeit? Ihr Ernst? Was mache ich denn hier gerade? So. Kies ist da nicht drin. Truhe soll auch nicht zu verunstaltet werden. Doch wiederum will ich auch nicht da reingehen und dann irgendwann sterben. Das wäre auch doof. Hier noch ein bisschen Gold. Ich frage mich, ob wir schon einen erneuten Goldapfel machen können. Oder einen zweiten halt. Das klingt da nicht ganz so kompliziert. Ja. Eisenerz kann auch noch rein. Den Rest können wir mal mitnehmen. Ich glaube, das ist jetzt nicht tragisch, wenn wir den verlieren. Ah, hier. Wir brauchen Eisen. Wer hätte es gedacht? Zum Reparieren Eisen. Mensch. Ist ja was ganz Neues. Okay, wenn wir jetzt einmal reparieren. 16! Die wollen 16 Erfahrungen für einmal reparieren. Was? Dann brauchen wir wohl, oder müssen wir die Haltbarkeit Spitzhacke benutzen. Leider, leider, aber naja. Unser Essen nehmen wir mal mit. Kann ganz nützlich sein, so Essen mitzuhaben. Braucht man schon nicht, aber wenn man nicht verhungern will, ist es immer ratsam. Hier noch schnell mehr Essen mitgehen lassen. Ist auch immer gut. Und irgendwas randaliert gerade im Hintergrund. Könnte die Katze sein. Aber ich weiß es nicht. Ich höre es ja schließlich schlecht. Okay, ich würde wahrscheinlich auch sonst nicht am Ton hören. Da randalierte Katze. Man hat einfach so ein super Gehör. Man kann alle Töne auseinanderhalten. Und damit, yay, ab in die Hölle. Und hoffentlich auch schnell wieder raus. Autsch. Denn wir müssen ja nicht großartig viel machen, außer ein bisschen Dings abbauen. Oh. Feuer, geh weg. Beinahe hätte ich den Pikmin hier schlagen. Das wäre definitiv nicht gut ausgegangen. Wie schnell würde es mit der Spitzhacke gehen? Naja, das ist halt so, ja. Es dauert so ewig. Aber das andere verschwendet die Spitzhacke so schnell, oder? Weil ein Block zählt ja als ein Block. Ja, wir machen es einfach mal. Wir werden schon überleben. Hoffe ich doch. Oh, erstmal irgendwo anders rauskommen. Wow. Da ist sogar überall noch Quarz, aber nur an der Decke. An die Decke komme ich ja leider nicht so schnell. Aber wenn ich mich ein bisschen anstrenge, bekomme ich auch an die Decke. Dann bekomme ich alles, was ich will. Sogar die Decke. Waren wir hier nicht? Hier war auch irgendwo. Nee, oder? Es war nicht hier. Oder der. Doch, der Baum war hier. Hä? Warte, was? Ich wollte eigentlich irgendwo hoch zum Glowstone. Warte, doch mal kurz zurückgehen. Da drüben ist dann ein ganz neues Gebiet, wo wir noch nie waren. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Mal kurz mit Netherrack hochbauen und aufhören, zu sagen. Es kommt so planlos rüber. Okay, dann halt hier oben, ne? Ah, ist schon wieder ein Gast. Wie ich diese Viecher hasse.
Hört auf, Lags zu verbreiten. Dann gehen wir woanders hin und holen Glowstone. Denn das will ich ja nicht. Hier überall stehen und von Ghast abgeknallt werden. Bloß für Glowstone. Wo ist es? Da. Heute ist wieder richtig planvoll. Ich glaube, das Verb gibt's nicht. Nee. Das Adjektiv gibt's nicht mal. Und wenn doch, bin ich stolz, dass ich's wusste. Ah, Mist, das müssen wir so abbauen, sonst bringt das ja nichts. Das müssen wir ja nur Kohle verschwenden und das wollen wir ja nicht. Vielleicht finden wir hier in der Decke immer schön vollständige Adern, wenn wir denn mal eine finden. Kann man gleich so ein bisschen kombinieren. Und das ist ja gerade echt viel. Oh, wir kommen sogar hier wieder aus der Decke raus. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich den Block unter uns abbauen und sterben. Würde ich mir zutrauen. Das würde ihm ja alle zutrauen, ich weiß, aber wenn man sich was selber zutraut, soll ihm das schon was sagen. So. So, wieder hoch. So. Ich finde schade, dass die so schnell kaputt geht. Besonders wenn man so einen Müll hier abbaut, den man eigentlich gar nicht braucht. Das noch mehr. Ist ja schon mal ganz erfolgreich. Können wir das wenigstens alles verbinden? Vielleicht ist das ja sogar die schnellste Möglichkeit. Aber ich würde so gerne Glücksspitzhacke haben. Aber nein. Ich darf eigentlich die 30 Level nicht mehr dazu benutzen. Da es Verschwendung wäre. Aber ich muss. Das ist eine Pflicht. So, immer weiter. Es ist bloß gefährlich, dass man nicht hier außer den mal kurz runterfällt oder so und dann tot ist. Oh, ich kann ihn gar nicht angucken. Das ist mir. Nie. Oh. Mensch, hier der Survival Pro. Reagiert. Super schnell. Auch wenn er fast verreckt. Er reagiert super schnell. Das sieht bloß so aus. Ah, wirklich. Das ist praktisch, dass die Adern hier meistens ewig lang sind. Da sie ja nicht durch den Hohlraum. Weil die Hölle ist ja so gesehen eigentlich wie eine Höhle, bloß ein riesiger Hohlraum. Da sie so nicht durch den Hohlraum abgeschnitten wurden, können wir so meistens recht viel finden. Bup, bup, bup. Wie viel haben wir schon? Eigentlich genug. Könnten sogar schon wieder zurücklatschen. Aber noch nicht, wir sagen mal. Oh, noch mehr. Bis 400. Mehr denn auch nicht. Oder bis wir Level 30 voll haben nochmal. Ich meine, ich würde es ein allerletztes Mal versuchen. Und dann nie wieder. Denn die Wartezeit hat mir den Mut zurückgegeben. Was eigentlich dumm ist, weil der Mut sollte nie wieder zurückkehren. Ich glaube, wie viele Level haben wir schon gebraucht? Mal überlegen, wir haben eine Spitzhacke mit nur Haltbarkeit. Wir hatten, glaube ich, zwei mit Behutsamkeit, also allen Spitzhacken und Effizienz. Dann zwei, die ohne alles waren, also jetzt nicht ohne alles, sondern nur mit. Oh. Da sollten wir uns nicht hochgraben, dann kriegen wir erstmal eine schöne Lavadusche. Dann hatten wir zwei Spitzhacken, die halt weder Glück noch Behutsamkeit hatten, sondern nur Effizienz und Haltbarkeit. Und noch die Diamantspitzhacke, das sind. Jo. Das sind wunderbare. Oh. Oh. Nee. 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 Das sind wunderbare. Ah, ich hab den Pfad verloren. 210 oder 180 Level. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo wir, ob wir jetzt schon bei 6 oder 5 mal verzaubern waren. Ach nee, 6 oder 7 mal. Aber es waren auf jeden Fall viele Level. Unnötig viele. Das ist eigentlich das Ziel dieser Aufzählung gewesen. Das, um einmal Glück zu bekommen. 210 Level. Ist schon eine Menge. Von so Verschwendung irgendwie. Und mir ist gerade aufgefallen, dass in der Decke Netherquarz suchen noch nicht so effizient ist. Denn schließlich muss man dafür auch erstmal welches finden. Wenn das nicht geschieht, ist es auch ganz schön verschwenderisch hier. Also so generell alles. Ah, geht doch. Ein bisschen wenigstens. Muss ja jetzt nicht so eine ultramäßige Masse sein. Obwohl, doch, muss eine ultramäßige Masse sein. Sonst würde sich das ja hier nicht lohnen. So. Ich finde es halt bloß schade, dass man aus einem Stack gerade mal 16 bekommt. Ich hasse generell Blöcke, die im 1 zu 4 Verhältnis gecraftet werden.
Oh ja, wir kommen sogar irgendwo raus. Waren wir nicht sogar schon mal? Ja, wollte ich gerade sagen, hier haben wir uns doch sogar schon mal hochgebaut. So, wir haben so viel Netherrack, da können wir das gleich mal mitnehmen. Ich will ja in dem Part auch wieder aus der Hölle raus. Hoffentlich finde ich wieder raus. Wenn nicht, wäre ein bisschen schlecht. Aber so gesehen würde es dir sowieso nichts bringen. Ich werde hier sowieso nie fertig. Die Hölle ist wie das ganze Minecraft-Let's Play. Endlos. Ich könnte es auch mit der echten Welt vergleichen, aber... Nee. Ist zu langweilig. Viel zu langweilig. Muss immer Spannung hoch 10 sein. Wo wir bei Minecraft jetzt eigentlich nicht ja. Da ist Minecraft eigentlich gerade falsch, wenn wir sagen, muss Spannung hoch 10 sein. Da muss man irgendwie so ein Beat'em-up-Spiel spielen oder so. Wobei ich Super Smash Bros. U jetzt auch nicht als ultra spannend einstufen würde. Das ist zwar spannender als Minecraft, aber jetzt auch nicht ultra spannend. Ich würde sagen, so Shooter mit einer Story sind denn ultra spannend, aber naja. Wo wir wieder dabei wären, dass ich Shooter nicht so gern spiele. Das rasten wieder alle aus. Warum nicht? Problem damit. Okay, eigentlich rastet keiner aus, aber naja. Wenn mich Leute kennen würden, würde es bestimmt Leute geben, die ausrasten. Aber das ist ja leider noch nicht der Fall. Wird es wahrscheinlich auch nie werden. Würde mich aber auch nicht so großartig stören. Denn wenn man weniger hat, aber dafür nur nette, reicht es auch. Wenn man weniger hat, aber dafür nur fiese, ist das wieder was anderes. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich habe bisher nur... Okay, ich hatte bisher nicht nur sozial, aber... Sonst sind eigentlich alle voll nett. Den Großteil davon kenne ich zwar auch, aber... Die können ja trotzdem ganz böse Buben sein, ne? Das kann man ja nicht wissen. Vor allem, wenn man böse Buben sagt. Hört sich schon so richtig, richtig gefährlich an. Also wenn dir jemand sagt, ja, der Typ da vorne ist ein richtig böser Bube. Da solltest du dir Gedanken machen. Ist schon nicht gut, ne? Wenn so ein böser Bube dich dann erstmal aufmischt. Okay, es klingt so eigentlich so jämmerlich. Oh mein Gott. Der böse Bube. Ich hoffe einfach mal, wir haben auch das Quarz trotzdem oben eingesammelt. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, nochmal nachzugucken. So. Wir haben schon mal 32, aber noch keine 30 Level voll. Das kriegen wir noch hin. Ich meine, die ganze Decke ist doch voll. Aber die Decke nicht, nur die andere. Die hier drüben. Also sind wir eigentlich nur so einmal im Kreis. Haben wir uns einmal im Kreis gegraben. Gehen wir mal nach da drüben. Da sieht es nämlich eigentlich noch ziemlich vielversprechend aus. Vielleicht ist der Gas ja weg. Dann können wir den Glowstone da auch mitnehmen. Und irgendwann ist die Hölle da einfach so ein riesiges Klettergerüst, weil überall so Wege sind, die nach oben führen. Könnte eigentlich wirklich so werden, aber naja. Ich will ja nicht in der Hölle wohnen. Gibt ja Leute, die bauen sich ein Haus in der Hölle, aber für mich ist die Hölle momentan ja irgendwie so ein pures Farming-Zeug. Ich glaube, wenn ich jemals irgendwie eine zweite Staffel von Minecraft mache, baue ich kein Haus aus Quarz. Nee. Das wäre eine fatale Idee. Denn mittlerweile weiß ich ja, wie es aussieht. Sein ganzes Leben lang oder sein ganzes Minecraft-Let's Play an Quarz zu sammeln. Aber naja. Man muss es halt machen, um es später besser zu machen. Ist immer so eine Lernphase. Und wenn man was Schlechtes macht, lernt man ja, dass man es nicht mehr machen sollte. Ja, so viel dazu. Da springe ich jetzt aber nicht hinterher. Kann man mir zwar auch zutrauen, aber nee. Diesmal nicht. Ich wollte mein Leben behalten. So, ist hier noch irgendwo Quarz da drüben? Okay, dann nehmen wir dich doch mit. Wollte ich ja eigentlich nicht machen, ne? Aber siehst so verlockend aus. So schön. So schönes Quarz. Oh, diese Kanten und dieses kreisförmige Balldings in der Mitte. Finde ich schon ganz schön Knorke. Und wie ich die Hölle kenne, sind das jetzt auch wirklich nur 4 Quarz. Mehr nicht. Das ist dann einfach so. Oder? Ja. Hellseherkräfte. Oder einfach wissen, dass das Spiel nicht nett zu einem ist. Beides ist möglich. Gut, dann holen wir uns gleich mal das nette. Oh, wir haben immer noch keine
30 Level. Mann! Aber ich will trotzdem einen netten Glowstone. Der Gas ist hier irgendwo. Aber solange ich ihn nicht sehe, brauche ich keine Sorgen zu haben. Solange ist er auch nicht da. Wenn ich die Augen schließen könnte, würde das sogar funktionieren. Denn was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Ninja-Regel Nummer 1. Funktioniert zwar eigentlich nicht so gut, aber ja, wo wir wieder bei dem falsch machen und lernen sind, ne? Ich glaube aber, kein Ninja wäre so dumm. Ja, so, wenn ich mir die Augen verbinde und die Gegner mich nicht sehen, dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, weil dann sehe ich die auch nicht. Was sogar Sinn macht. Was eigentlich nicht unbedingt sein muss, aber wenn sich die Augen verbindet und die Gegner nicht sehen, sieht man die hundertprozentig auch nicht. Oder man bindet sich so eine ganz leichte Augenbinde um, wo man noch durchgucken kann. Oder schneidet sich so kleine Löchlein rein. Das reicht ja schon. Das reicht ja schon zum Durchgucken. Das ist ja das Praktische. Oder man bindet sich halt irgendwas, was ziemlich nicht fein genäht ist, sondern eher grob. Einfach so riesige Löcher. Man holt sich einfach eine Strumpfhose. Als Junge wäre es wahrscheinlich nicht so praktisch. Aber so eine Strumpfhose läuft damit die ganze Zeit rum, bis sie richtig abgeranzt und kaputt sind. Und dann nimmt man sie halt Augenbinde, um Ninja zu spielen. Das ist so der Lebensinhalt. Mein Lebensinhalt. Nee, okay, so traurig ist nun auch noch nicht. Ist eigentlich gar nicht traurig, aber man muss ja nicht immer die Wahrheit erzählen. Würde ja sonst keinen Spaß machen. Dann kommen, also wenn man eigentlich weiß, dass sich irgendjemand mit der zerransten Strumpfhose angreift, ist es entweder so ein komischer Typ wie ich oder eine Frau. Obwohl ich wiederum denke, dass Frauen dann nicht so mit Strumpfhosen angreifen. Vor allem generell, oh, generell nicht mit Strumpfhosen als Waffe. Ja, also wenn du nicht kooperierst, mache ich dich mit meiner Strumpfhose platt. Oh, da ist der Eingang. Cool. Bündelt man so zusammen, dann schlägt man dir mit einer Strumpfhose ins Gesicht. Kann bestimmt auch zwirbeln, aber naja. Ich habe mir darüber jetzt noch nicht so einen großen Gedanken gemacht. Und dann bauen wir uns hier so einen richtig sicheren Weg. Hundertprozentig zuverlässig. Also wer hier stirbt, ist schon echt schlecht. Also ich. Wir können ja jetzt schon Wetten abschließen. Wird er es überleben oder nicht? Wer ist für Nein? Ich glaube alle, sogar ich. Wobei, ich bin ja nicht mehr so schlimm. Wäre bloß jetzt schade, dann wären sowohl die Level als auch das ganze Quarz weg. Aber hier irgendwo da. Da war noch was. Und es kommt bestimmt gleich so ein Gast aus der Lava raus und ballert einem einfach direkt ins Gesicht. Dann brutzelt es halt einmal so schön das Gesicht weg. Und sobald dann wieder bewusst wird, wo man eigentlich ist, sitzt man in der Lava und verbrennt gerade genüsslich. Und das Schlimme ist ja, es kann wirklich passieren. Man sollte dann vielleicht einen Gast hören, aber bei mir passiert es auch ohne. Das sind so magische Geister. Vielleicht bauen wir uns mal wirklich hier so eine kleine Plattform auf. Beste Plattform. Irgendwie drei Blöcke breit. Das nenne ich Luxus. Könnte ich viele Minecraft-Spieler gar nicht leisten. So einen Luxus. Komm schon. Ich brauche noch knapp so ein halbes Level. Reicht das Quarz? Nee. Muss ich noch nach da drüben? Ach du Heilige. Erinnert mich so ein bisschen an Super Mario Sunshine. Bloß, dass wir hier nicht mit dem Boot durch Lava schwimmen können. Was wahrscheinlich auch besser ist. Denn man fährt einmal mit einem Boot gegen irgendwas gegen. Oder man fängt ständig Feuer. Schon ist man tot. Und beides Mal wird man entweder fein gegart in seinem Boot. Oder gegrillt. Über der offenen Flamme. Oder eher in der offenen Flamme. So, gleich haben wir es geschafft. 30 Level. Und Leute, können wir ja Wetten abschließen. Jetzt aber wirklich. Was wettet ihr? Kriegen wir Glück oder nicht? Okay, ich will da nicht, oder? Okay, ich kann da sicher rüberspringen. Also ich meine mir sicher jetzt nicht, dass ich da rüberkomme, aber kann so rüberspringen, dass ich nicht verrecke. Und das ganz langsam.
Ich sollte eigentlich sneaken, weil die Gefahr, dass ich sterbe, immer noch nicht gerade niedrig ist. Und die Lags helfen nicht, also tragen gerne dazu bei zum Sterben. Aber wer weiß. Ja, das war das Höhengeräusch. Da habt ihr das gehört. Das hat uns nochmal angezeigt, dass ich es überlebt habe. Glaube ich mal. Oder? Vielleicht taucht es ja auch nur auf, wenn gleich irgendwas Schlimmes passiert. Wie zum Beispiel, dass alle sterben, die in der Hölle leben. Die ganze Hölle ist dann auf einmal tot. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, weil es nichts bringen würde, stimmt. Wenn die ganze Hölle tot wäre, würde sich nichts ändern, weil es sind ja alle schon tot. Verdammt. Also müssen wir selbst ständig was ändern. Warte, wie können wir die Leute in der Hölle überhaupt töten? Und vor allem, wo kommen die dann hin? Ist man dann so richtig tot? Wenn man so irgendwie, nachdem man stirbt, in die Hölle kommt. Nehmen wir mal an, es gäbe keinen Himmel oder so. Sondern nur eine Hölle. Und die Hölle ist so gesehen na dein Nachleben. Und du dann in der Hölle von irgendeinem komischen Spaß, die der Quarz sammeln will, getötet wirst. Wo kommst du dann hin? Bist du dann so für immer weg oder tauchst du einfach in einem anderen Ort in der Hölle wieder auf? Und wir haben keine Kohle mehr. Läuft. Läuft wie ihr schmiert. Nehmen wir hier mal ein bisschen raus. Packen hiervon noch ein bisschen rein. Und hier noch. Toll. Keine Kohle mehr. Das können wir da noch brennen. Da gehen auch noch 16. Da gehen sogar noch 24. Da gehen auch noch 24. Zack. Hier auch. Zack. Da müssen wir uns wirklich wieder um Kohle kümmern. Back to the beginning of the Let's Play. Da, wo wir noch Kohleprobleme hatten. So, jetzt geht es. Ah ne, jetzt können wir sogar nochmal 8 draufklatschen. Gut. Und das Quarz, ja. Haben wir jetzt halt, ne? Ist so. Dann nehmen wir mal Eisen noch. 1. Oh, wir haben da sogar noch ganz viel Steinkohle. Stimmt. Stimmt, die haben wir ja nicht abgebaut, weil wir auf Glück gewartet haben. Haben wir hier noch Kohle? Ne, wir haben bloß die. Aber aus der können wir so viel machen. Hier noch 2 Blöcke. Einfach mal aus 6 Quarz noch 2 Blöcke. Haben wir glatte 50. Und damit den ganzen Stack. Yeah. Aber ich glaube, der reicht nicht. Wenn nicht, mehr Quarz werde ich mit euch nicht sammeln. Das mache ich dann offscreen, wenn ich vielleicht die ganzen River töte oder so. Und ich guck gerade. Wir machen jetzt nochmal den finalen Versuch. Danach werde ich nie wieder 30 Level für eine Spitzhacke opfern. Nie wieder. Okay, vielleicht, wenn ich nochmal ein Let's Play mache. Aber auf jeden Fall in der 1.7 werde ich nie wieder 30 Level für eine Spitzhacke opfern. In der 1.8 kann man ja so ein bisschen dann bestimmen. Da sieht man ja die erste Vertauberung. Aber hier nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Theorie auch einfach richtig falsch. Wir nehmen jetzt nochmal den kleinsten Zauber, den wir finden. Und dann. Das ist sowieso entweder Behutsamkeit oder weniger. Besser geht nicht. Es geht Behutsamkeit oder weniger. Ja, mir ist jetzt schon wieder richtig so. Ja, also Leute. Ich hasse Verzaubern. Macht keinen Spaß. Ist doch. Oh. No. Oh. Ich glaube, das wird. Ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie schaffen. Nie in meinem ganzen Leben werde ich eine Glücksspitzhacke haben. Und wahrscheinlich ist es genau falsch. Im Kreativmodus ist es so, wenn der Zauberspruch klein ist, kommt hier immer das raus. Also Behutsamkeit oder Haltbarkeit und Effizienz. Und wenn du im Survival bist. Ach ja. Wenn du im Survival bist, kommt alles andere raus. Dann muss man die langen Zaubersprüche nehmen. Aber nein. Ja, aha, Nein, es muss doch daran liegen. Es kann doch nicht angehen, dass wir einfach schon wieder nein. Oh. Also alle, die auf Nein gewettet haben, kriegt ein Bienchen oder ein Däumchen oder was auch immer wollt. Ich krieg höchstens schlechte Laune. Ihr vielleicht auch, glaube ich zwar nicht. Ihr freut euch wahrscheinlich eher einen Keks darüber. Dass ich mal wieder es nicht hinbekommen habe. Aber ich.
Ich krieg schlechte Laune. Oh. Gibt's denn das? Gibt's denn das? Und jetzt ist wirklich wieder so. Hoffnung komplett zerstört. Alles im Eimer. Und den Glowstone kann ich schon mal mitnehmen. Hatten wir nicht eigentlich genug Glowstone oder nicht? Ich weiß nicht. Ich werde jetzt wirklich nur vielleicht einmal noch 30 Level verwenden. Weil meine Hoffnung. Das Spiel kriegt es irgendwie nicht hin, meine Hoffnung komplett zu zerstören. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel kriegt es nicht hin. Also wenn ich vielleicht das hier mal offscreen nochmal alles farme, hier so Quarz, wenn wir noch mehr brauchen und so. Ja, dann versuche ich es vielleicht nochmal. Und mit euch wette ich. Wenn ich es offscreen mache, funktioniert. Doch ich glaube, wenn ich irgendwas verzaubere, würde ich das auch live machen. Ist ja viel lustiger. Dann könnt ihr euch wieder freuen, wenn es nicht klappt, wie immer eigentlich. Ihr freut euch bestimmt schon im Vorhinein. Pff, klappt ja eh nicht. Habt da schon was zum Freuen. Und wenn es wirklich nicht funktioniert hat, könnt ihr mich wieder auslachen. Das macht ihr doch immer so, oder? Oder, vielleicht ist es ja auch so, dass ihr euch mittrauert. Für das arme Schicksal eines The Master of Pixels. Eines kleinen Tmops, der vom Weg abgekommen ist. Und die ganze Zeit versucht, gute Verzauberung zu bekommen. Oder vielleicht liegt es auch an der Aufnahme. Kann auch sein. Vielleicht bringen kleine Verzauberungen nur Glück, wenn man hier gerade nicht aufnimmt. Denn mit euch wette ich auch, wenn ich jetzt im Kreativ wäre und es aufnehmen würde, es würde nicht einmal Glück rauskommen. Bei 10 Spitzhacken würde da nicht einmal Glück rauskommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist keine Wahrscheinlichkeit, das ist 100% so. Holen wir nochmal die restlichen Ziegel ab. Da sind noch Ziegel. 6, 6, 6. Hier sind noch glatte 16. Wir haben nirgendwo mehr Kohle, außer eine. Beste Kohlevorräte hier. Los, noch einer. 3, 2, 1. Bam! Okay, hat doch noch ein bisschen länger gedauert. Also, wie viel haben wir? Oh. Wir haben gerade mal 48 Blöcke. Das ist wenig. Aber wir brauchen ja auch eigentlich nicht mehr viel. Ist ja nur noch der Außenbereich. Und ich hoffe einfach mal, dass 48 jetzt dafür reichen. Oder? Sollte doch bitte reichen, ne? Sonst kriege ich hier einen Krampf. Einen richtigen Krampf. Ich meine wirklich, was bringt es sich irgendwie Kohle und Diamanten und alles aufzuheben, wenn man nie im Leben Glück bekommt? Das bringt die Laune echt auf den Höhepunkt. Und wir brauchen Kohle, also nehmen wir die mit. Sogar liebend gern. Kriegen wir sogar noch ein paar Level. Kriegen wir gleich noch eine schicke XP-Melodie. So. Das ist jetzt hier der geheime Untergrund von, was weiß ich, Tmopistan. Den findet nie jemand. Das ist der geheime Untergrundbunker. Falls man irgendwann von einer Atombombe oder so angegriffen wird, was keinen Sinn macht. Aber kann ja sein. Stellt euch vor, die Sonne explodiert oder so. Dann kann man hier, anstatt da unten richtig tief in den Keller zu gehen, nein, dann gräbt man sich hier rein. Unter die oberste Schicht. Und schon ist fertig. Ist alles hier gegessen. Okay, wenn die Sonne explodiert, ist man da unten wahrscheinlich auch nicht mehr sicher. Aber wer weiß, wie viel Dreck wir hier drin haben. Unglaublich. Addieren sich die eigentlich direkt? Das müssen wir jetzt mal sehen. 115 plus 174, das wären 100. Das wären, oder? 115, das wären 200. Okay, es sind sogar mehr. Sie addieren sogar noch so einen Bonus. So ein, wie heißt es? Recycling-Bonus, klar. Haben sie extra dran gedacht. Der Recycling-Bonus in Minecraft. Damit man schön immer seine Sachen recycelt und nie neue macht. Der Recycling-Bonus halt. Ich glaube, wir haben irgendwie jetzt, richtig hartes Kopfrechnen. 289, oder sagen wir 308 minus 289. Während ich den Let's Play mache, kann ich nicht Kopf rechnen. Das ist ja das Problem. Und die schönen Diamanten.
Die stehen jetzt da so in der Kiste rum und wir können sie nicht nutzen. Wir könnten sie nutzen, aber naja, okay, wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt welche. Und mal überlegen, ich kann ja mal ganz kurz im Stillen rechnen, anstatt ich einfach einen Taschenrechner nehme. Nein, das ist ja viel zu klug. Taschenrechner nehmen, nee. Ist ja langweilig. Dann. Oh. Oh. Schreck mich nicht so. Mein Schwert geht auch langsam kaputt. Wie lange wir das Schwert eigentlich schon haben? Den Schnetzler. Ist auch schon so eine richtige Marke hier. Gehört einfach zum Let's Play dazu. Der Schnetzler. So, dann hier. Sieht aber so aus, als dürfen wir gar nicht so viel Quarz brauchen. Und wenn ich das sage, brauchen wir wahrscheinlich fünfmal so viel. Oder noch mehr. Dann hier. Dann hier. Da. Und da. Warum muss Quarz auch irgendwie das einzige weiße Material sein? Jetzt mal ehrlich. Warum? Warum, Mojang? Hättet ihr nicht irgendwas anderes nehmen können? So, was ich hier. Wir haben hier sogar irgendwo Lava. Was ich hier halt noch machen wollte, ist irgendwie so immer eine Säule. Dann kommt hier Glas oder so. Oder warte. Könnten ja mal versuchen, gleich Lava dahinter zu setzen. Bräuchten wir bloß einen Eimer. Au, aber der Part ist schon wieder so lang. Ich glaube, ich sollte ihn erstmal beenden. Das können wir ja im nächsten Part noch machen. Noch schnell eine Karotte hinterhauen. Aber dann würde ich erstmal sagen, war's das für diesen Part? Wir werden niemals Glück bekommen. Egal wie viel Hoffnung ich aufbaue, wie viel Schweiß und Blut ich da reinstecke, da wird niemals Glück rauskommen. Das geht einfach im Let's Play nicht. Das ist unmöglich. Ich glaube es einfach nicht. Das ist unmöglich. Das muss unmöglich sein. Die Mojang Let's Player. Klar. Klar, die Mojang Let's Player. Die Leute von Mojang haben bestimmt meine Let's Plays gesehen und die fanden die so doof. Oder die fanden eher die Sprüche und Witze so schlecht, dass sie sich gedacht haben, lass den mal ärgern. Wir bauen jetzt einfach so einen Mechanismus ein. Genau. Wir bauen einen Mechanismus ein, dass er niemals Glück hat. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier und habe schlechte Laune, weil ich kein Glück bekomme. Na, okay. Ich bin eigentlich nicht so mit schlechter Laune. Wenn ich schlechte Laune habe, weiß ich gar nicht, was dann passiert. Hatte ich eigentlich noch nie so richtig. Das ist wahrscheinlich total untertrieben. Ich habe bestimmt schon richtig oft schlechte Laune. Ich sag's bloß so. Aber wir werden es nie erfahren. Weil wenn ich schlechte Laune habe, werde ich wohl kaum noch aufnehmen. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Das war's für diesen Part, Leute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!